Kanonenbombe! Okay, ich habe alles gepackt. Es kann losgehen. Viel Glück an der Universität, mein Junge. Du bist jetzt ein Mann. Dad, weinst du? Nein, ich habe nur etwas im Auge. Oh. Was für ein toller Dad. Ich fürchte, es ist leider Augenkrebs. Hallo, Trip Tank. Yo, was geht ab? Ist da Trip? Hier ist Trip Tank. Yo, ist da Trip? Nein, nicht Trip, hier ist Trip Tank. Hey, yo, ist Trip da? Darf ich fragen, worum es geht? Okay, pass auf, ich habe da so ein Handy gefunden und da steht Trip drauf und da ist diese Nummer. Verstehst du, was ich meine? Also sag deinem Kumpel Trip, dass ich sein Handy habe. Also melde dich, wenn dein Kumpel sein Handy haben will. Okay, soll ich ihm was ausrichten? Ich muss dann auch. Ich habe eine neue DVD-Box mit Dawson's Creek, die ich gucken will. Verstehst du, was ich meine? Oldschool Michelle Williams. Verstehst du, was ich meine? Wix-Vorlagenmäßig. Verstehst du, was ich meine? Nun, es war eine Nacht wie alle anderen. Bis auf, dass ich gerade zum ersten Mal Pilze genommen hatte und ich war dabei, mir die Eier abzutrippen. Oh. Wally, bitte kommen. Wo steckst du, Kumpel? Ich bin jetzt auf Highway 60. Ich will nicht voreilig sein, aber ich denke, ich hab's geschafft, aus dem Gremlin-Gebiet rauszukommen. Nein! Du gruseliges Arschloch! Und wie ich so da saß und in meine kleinen Knopfaugen starrte, wurde mir klar, dass ich im Begriff war, den Sinn des Lebens zu entdecken. Mondstrahlen! Guck mal, diese bescheuerten Gummibonbons! Aloha, Wally. Lass Papa mal luschern. Oh, Wally. Es schien eine vielversprechende Nacht zu werden. Doch im nächsten Moment... Oh nein, 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 nein! Oh Gott, verdammt noch mal! Oh, 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 oh. Oh mein Gott, was geht hier ab? Victor! Victor mit deinem Rollstuhl! Oh, oh mein Gott, ein Kinderwagen! Nein, oh! Verdammter Mist! Prozentrabatt heute auf alle. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und das, mein Freund, war das letzte Mal, dass ich Pilze probiert habe. Ich kann aber nicht sagen, dass ich es bereue. Ich meine, ich finde, es ist wichtig, seinen Horizont zu erweitern. Wie hätte ich es sonst gelernt, unter den Grizzlybären zu leben? Gibst du mir die Kartoffeln, Schatzi? Aber diese Geschichte erzähle ich ein anderes Mal. Au revoir, ihr Wichser! Hey, wie geht's? Ich kann im Moment nicht reden. Oh, Baby. Letzte Nacht war echt der Wahnsinn. Ja, es war echt voll der Wahnsinn, aber ich kann im Moment nicht reden. Wir gehen heute Abend aus, oder? Ich, du und meine Mumu, wir machen heute einen kleinen Dreier. Ja klar, bring auf jeden Fall deine Freundin mit. Ich musste dich anrufen, weil meine Mumu mit dir sprechen will. Wirklich? Willst du mit ihr sprechen? Okay, okay, gib sie mir. Hallo, mein kleines süßes Buttertörtchen. Bist du einsam? Vermisst du mich, kleines Mäuschen? Ha, ja, Kakaobutter. Schön langsam, rubbel dir ein. Alter, was soll das? Verpiss dich, Mann. Hey, Frauen, hattet ihr schon mal dieses Problem? Und ich spreche nicht davon, heimlich beim Pipi-Machen gefilmt zu werden. Wissen Sie, als Männer haben wir die Möglichkeit, entweder ins Wasser zu pinkeln, was schrecklichen Lärm macht, oder einfach auf das Porzellan zu pullern, was einfach... Oh mein Gott, diese Stille! Sie denken vielleicht, das Geräusch ist unvermeidlich. Irrtum, Schätzchen, und ich weiß es, ich bin Feminist. Wir präsentieren die Pipi-Rutsche! Nie mehr diese kleinen Hauspartys, wo man unbedingt auf Toilette muss und man weiß, dass alle dein kleines Tröpfeln mithören. Keine Kollegen mehr, die höhnische Bemerkungen auf ihre Kosten machen. Hey, Mary, warst du mit einem Pferd zusammen da drin? Was? Hörte sich auf jeden Fall so an. Jetzt gib mir 5. Nein! Worauf wartest du noch? Ja! Sie machen sich nie mehr erpressbar. Ich habe eine Aufnahme von dir, wie du Pipi machst. Oh mein Gott, nehmen Sie meinen Sohn! Die Pipi-Rutsche ist sozusagen ein Auffangtrichter für Ihr Pipi. Halten Sie es einfach in die Toilette und legen Sie los. Volle Pulle! Glauben Sie mir, ich habe es ausprobiert. Ich habe das meiner Freundin zum Valentinstag geschenkt.
Sie findet es toll. Es ist ihr Lieblingshobby. Und die Reinigung könnte nicht einfacher sein. Nehmen Sie einfach eine Zahnbürste und schrubben Sie lange und ausdauernd. Kaufen Sie jetzt und erhalten Sie zusätzlich diese modische Transporttasche. Damit können Sie Ihre Pipirutsche überall hin mitnehmen. Camping, Ihre eigene Hochzeit. Es ist okay, er hat Verständnis. Erhalten Sie dieses tolle Angebot für, na, was denken Sie wohl, $600? Nein, es kostet 650, inklusive Versandkosten. Viel Glück! Alles Liebe zum Geburtstag, Billy. Puste die Kerzen aus. Ich wünschte, jemand wäre zu meiner Geburtstagsparty gekommen, nicht nur meine Mom. Oh, Lilly. Oh, das muss Chomp sein. Können Sie es glauben, dass es ein Datingportal gibt, wo man Männer aus der eigenen Nachbarschaft kennenlernen kann? Mom, das ist das Sexualstraftäterverzeichnis. Was? Dann hoffe ich, er bestraft mich. Tut mir leid, die Verspätung, aber es ist Dienstag, also habe ich Farbe aus seinem Pennerarsch geschnüffelt. Ist alles in die Luft geflogen. Boom, verstehst du, was ich meine? Hey, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Junge. Chomp, das ist so süß. Bis später, Billy. Oh, du Schlampe, du schmeckst wie eine Packung Kippen. Du lässt mich ganz allein an meinem Geburtstag. Bester Geburtstag jemals. Sputz! Endlich! Wie lange dauert es zum allerersten Mal zu onanieren? Wer zur Hölle bist du? Ich bin der Schwanzgeist. Ich erfülle dir jedes Mal einen Wunsch, wenn du dir einen runterholst. Weißt du, manche Geister sind in einer Flasche, ich bin in deinem Schwanz. Ich will aber keinen komischen Wichsgeist. Okay, ich werde dir jeden einzelnen Wunsch erfüllen. Ich kann deine Feinde ermorden, Enthauptung, ich mache auch Abtreibung am Ende der Schwangerschaft. Endlich kann ich alles haben, was ich will! Denke nur daran, deine Macht verantwortungsvoll zu nutzen. Sonst werden deine Hände deinen Penis umklammern, bis er wund und verkrustet ist. Jetzt wünsch dir was, damit ich wieder in dein Pissloch zurückfliegen kann. Ich wünschte, ich wäre zu der Party nebenan eingeladen. Sperrmbang! Früher hatte ich nie eine Chance bei Lilly. Jetzt sind ich und meine Latte nicht zu stoppen. Geht's noch? Hey. Du klingst ganz wie ein Schwuler. Was? Wieso? Du bist voll schwul! Sir, ich verspreche Ihnen, ich bin nicht... Schwul! Ich bin nicht... Schwul! Ich bin nicht... Schwul! Nein, ich bin nicht... Schwul! Ich schwöre Ihnen, schwul. Ich bin... Stopp! Ich habe doch gesagt, ich bin nicht schwul! Lesbe! Du verfickt! Ich wünschte, Lilly wäre meine Freundin. Schwanzgeist, wieso kommst du nicht raus? Oh, Lilly! Oh, Lilly! Oh. Wer ist in meinem Zimmer? Ah! Oh mein Gott! Der wächst sich ein auf Justin Bieber! Es ist nicht so, wie es aussieht. Ich hab mir einen auf dich gewichst. Alter, das ist meine Freundin. Und das ist mein Lieblingssänger. Schwanzgeist, Hilfe! Du bist doch krank. Lass Billy in Ruhe. Alter, war das dein... Ekelig! Du gehst nirgendwo hin. Nein, der Job hat Nein gesagt. Nein bedeutet nein! Wo ist das nächste Kloster? Jump! Ja, ich denke nicht, dass sie mit dir zusammen sein will, Alter. Du hast ihrem Freund voll ins Gesicht gewichst. Voll schräg. Wieso hast du so lange gebraucht eben? Wieso hast du so lange gebraucht? Ich hab gewartet, dass du fertig bist. Man fühlt sich echt allein in deinen Hoden. Trip Tank, was kann ich für Sie tun? Hallo, mein Name ist Ted Alexander. Ich bin Jugendpastor bei Kinderfreunde United. Normalerweise mache ich solche Anrufe nicht, aber ich bin entsetzt, wie ekelhaft Ihre Sendung ist. Sie versauen damit meine Kinderherde. Ich bin der Hirte einer Herde draller, feister Babys. Und wenn Sie schon mal ein versautes Kind probiert haben, dann wissen Sie, das schmeckt gar nicht. Ein Kind sollte schmecken wie ein gerösteter Regenbogen. Ihr ruiniert den Geschmack von Kindern in diesem Land. Einen Moment bitte. Hey, was gibt's, Süße? Oh, Baby, ich bin schon so aufgeregt wegen heute Abend. Hab schon den ganzen Tag daran gearbeitet. Ich hab fast alles gewachst, aber unten habe ich noch eine kleine Spielwiese für dich übrig gelassen. Nein, das klingt unheimlich. Das wird toll. Ich hab mir sogar ein Piercing geholt, nur für dich. Dann spielen wir süßer die Glocken, die klingeln. Klingelnde Glöckchen, ich liebe klingelnde Glöckchen. 15 Wege, einen Finger zu verlieren. Auf dem Bau. Patriotismus. Lepra. Einen neuen Freund finden. Auf ein langsames Pferd wetten. Betrunken Sushi machen. Ein mysteriöses Loch erkunden. Den kürzeren ziehen. Zu spät sein.
Disco-Fieber. Selbsthass. Ein bezauberndes kleines schwarzes Loch streicheln. Ihn auf deinem Autodach vergessen. Hauselfen. Und Radkappen-Frisbee. 15 Wege, einen Finger zu verlieren. Meine Herren, das Unternehmen liegt in Trümmern. Unser Aktienkurs ist im Keller und die Moral ist auf einem historischen Tiefstand. Wir stehen kurz vor der Anmeldung zum Konkurs. Einem scheint es offenbar gut zu gehen. Ach, dieser Idiot Robertson. Wenn es uns schlecht geht, scheint es ihm gut zu gehen. Wenn es nur umgekehrt wäre. Da könnte was dran sein. Robertson, auf ein Wort. Wann waren Sie zum letzten Mal krankgeschrieben? Nun, einmal wegen eines Nierensteins am 9. Aha. Silvia, eine Tasse Kaffee für Robertson. Ohne Milch. Plus 2%. Das wäre alles, Robertson. Wir sollten ihn verhauen. Ihm die Haut abziehen, wie bei einer Zwiebel. Wir könnten ihm etwas in die Augen injizieren. Etwas, das brennt. Ihn kochen in einem Zwiebeleintopf. Ihm die Beine abhacken. Seine Hoden in Säure tauchen. Wie wär's mit einem Überfall? Großartige Vorschläge, Leute. Aber wir müssen uns beherrschen. Silvia, wird es denn langsam? Robertson-Scheidung hat uns einen historischen Gewinn beschert. Seht mal, Leute, Robertson wird springen. Los! Auf den verdammt besten Mitarbeiter, den wir je hatten. Der Aktienkurs, er stürzt ab. -40%. Er hat keine Schmerzen mehr, wenn er tot ist. Sterben, schlafen. Schlafen, vielleicht auch träumen. Oh, 125? 3000%? Zeigen Sie mal her. Oh, verdammte Scheiße. Oh, plus 2%? Schwester. Was passiert, wenn man stirbt? Ich weiß es nicht, aber du wirst es sehr bald erfahren, Billy. Jetzt ruh dich aus. Du willst doch nicht müde sein, wenn du in den Himmel kommst. Aber ich habe mir immer gewünscht, nach Paris zu reisen und den Eiffelturm zu sehen. Schwester? Oh. Hat hier jemand Eiffelturm gesagt? Oh, Gary, der Rollstuhl? Spring auf! Schauen wir uns die Welt an! Hui! Oh, wow! Oh, der Eiffelturm. Oh, Gary, können wir uns ganz oben auf die Spitze setzen? Ja! Oh, hey, was ist das? Oh, nein! Du brauchst keinen Alkohol mehr, Gary. Deswegen sitzt du jetzt im Rollstuhl. Erinnerst du dich? Ich kann noch fahren. Einer geht noch. Meine Beine. Was habe ich getan? Gary? Oh nein. Nein, ich muss stark bleiben. Gary, es ist heiß hier oben. Ich hab Durst. Ja, du hast recht. Scheiß drauf. Halt dich fest. Hui. Bip, bip, wir kommen. Wow. Süße, sitzt er doch! Gary?
Hey, Daddy Boy, willst du einen Lapdance? Okay, aber ich kann gar nicht tanzen. Hui, halt dich fest, Billy. Achtung. Hallo, Mädels. Ja, geil. Ich wünschte, ich könnte deinem Daddy danken, dass er dich so verkorkst hat. Schön mit dem Arsch wackeln. Hey, lass deine Griffel bei dir. Gary, können wir jetzt wieder zum Turm fliegen? Okay, nur noch einen Drink. Bist du bereit für deinen Lapdance? Bin gleich soweit. Du hast sie umgebracht, Gary. Schnell, Kleiner. Jetzt nimm die Flasche und kipp Gary den Shampoo über die Speichen. Aber... Jetzt mach schon. Zeig mir, wie stark die kleinen Fingerspitzen sind. Gary, was passiert, wenn man stirbt? Das hängt von deiner religiösen Überzeugung ab. Aber Strapazin ist vor, unter die Couch geschoben zu werden. Jetzt aber ab nach Hause mit dir. Whee! Gary, pass auf! Whee! Mich juckt es überall, Gary. Oh, das nennt man Filzläuse, Kleiner. Oder wie ich sie gern nenne, Stripperflöhe. Billy Watson, du bist verhaftet wegen Mordes. Wir haben deine Fingerabdrücke überall auf der Mordwaffe gefunden. Billy, wie konntest du nur? Aber ich war das nicht. Sag's ihnen, Gary. Ich hatte einen Filmriss. Tut mir leid, ich kann mich an gar nichts erinnern. Siehst du, Billy? Und das ist die Gefahr, wenn man Alkohol trinkt. Wissen ist Macht. Hui! Gary, der Rollstuhl. Hey. Bist du bereit für heute Abend? Ich, Oh, jetzt komm mir mal nicht mit Wehe, du machst einen Rückzieher. Du weißt, ich stehe auf Reinstecken. Wir gehen heute Abend und wenn ich dir Handschellen anlegen und deinen Arsch mitschleifen muss, so wie die Polizei meinen Cousin Tyrell abgeholt hat. Du wirst in Handschellen gefrustet dasitzen. Ich bin die miese Bitch. Bei mir machst du keinen Rückzieher. Wir müssen uns beeilen. Meine Frau kommt bald von der Arbeit nach Hause. Na, dann lass mich schnell in etwas Bequemeres schlüpfen. Ach du Scheiße! Freddy Krüger! Bitte töte mich nicht! Ach, ich bin nicht hier, um dich zu töten, Bill. Ich bin hier, um es dir zu besorgen. Oh, nein. Ja. Oh, oh. Oh, eklig. Hattest du einen feuchten Traum? Das war kein feuchter Traum, das war ein feuchter Albtraum. Freddy Krüger hat mir einen geblasen. Ach, wie auch immer, Schatz. Schlaf jetzt. Oh ja, zwei Torten am Strand auf Hawaii, meine heißeste Fantasie. Warum wartest du nicht hier, während wir uns hinter diesen Palmen einölen? Oh, Scheiße! Schon wieder Freddy! Tatsächlich ist es deine Lieblingsfantasie. Zwei Freddys am Strand auf Hawaii. Oh, zwei feuchte Träume in einer Nacht? Feuchte Albträume. Oh Gott, bitte, Sarah, lass mich nicht wieder einschlafen. Freddy wird mich noch zu Tode blasen. Okay, und warum sollte er das tun? Du hast seine Filme gesehen. Er ist gern kreativ, wenn er Leute umbringt. Und das macht er auch bei mir mit seinem Mund. Also, bei mir kannst du nie zweimal hintereinander. Also fasse ich das als Beleidigung auf. Oh nein, schon wieder eine Sexfantasie. Gefangen auf der internationalen Raumstation ohne Ausweg und mit drei scharfen Weltraumstewardessen. Captain, wir Mädels gehen in die Schlafkammer und ziehen uns mal etwas Bequemeres an. Nein, ich glaube euch nicht. Ihr werdet euch alle in Freddy Krüger verwandeln und mich zu Tode blasen. Wir sind wieder da, Captain. Und wir sind viel bequemer angezogen. Bequem für Sex? Ihr seid immer noch scharfe Weltraumstewardessen? Keine Freddys? Yeah! Zeit für eine außerirdische Ménage à trois. Oh, yeah. Captain, warum turnen wir sie denn nicht an? Sind wir nicht sexy genug? Ja... Hört zu, ihr seid alle total irre sexy, aber würde es euch was ausmachen, vielleicht gestreifte Shirts und Filzhüte zu tragen? Vielleicht Messerhände? Nur zum Spaß. Es ist okay, Bill. Du hattest nur einen Albtraum. Jetzt aber nicht mehr. Komm her, du.
Hier ist Triptank. Hey, ich gucke mir immer eure Sketche an und ihr habt gar keine Sketche mit Katzen dabei. Was zum Henker ist das Problem mit Katzen? Was habt ihr gegen Katzen? Ich liebe Scheißkatzen. Ich wohne zu Hause, ich kiffe, ich streichle meine Katze, ich kratze mir an den Eiern. Das mache ich den ganzen Tag. Ich gucke mir keine Folge eurer verfickten Sendung mehr an, wenn ihr nicht was mit beschissenen Katzen bringt. Moment bitte. Hey, Schatz, was gibt's? Oh mein Gott, ich rufe gleich den Notruf an. Weil Kiosha unten bei H+ hat mir gerade ein H- verpasst. Warte, was ist? Sie hat meinen Skype vergewaltigt. Ich will nicht drüber reden. Okay. Ich will wohl drüber reden. Oh mein Gott, hast du gerade okay gesagt? Das ist ja wohl der absolute Gipfel. Oh, guck dir das an. Zieh dir das rein. Das ist so krass. Hörst du mir überhaupt zu? Bill, Schatz, alles okay. Du hattest nur einen Albtraum. Mein Gott, das war furchtbar. Ich habe geträumt, dass du Freddy Krüger warst und du warst mit mir im Bett und... Und es hat mir gefallen. Ziemlich verrückt, was? Oh, du. Ja, allerdings. Ich bin nicht Freddy. Du bist Freddy! Nein!